Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Pierre Frank und das hier ist mein Videoblog. Und hier werde ich jetzt immer wieder eure Fragen beantworten. Und ganz oft ist es so, dass viele persönliche Fragen an mich gerichtet werden. Und diese persönlichen Fragen betreffen nicht immer nur uns alleine, sondern wir sehen daran schon, wie gleich wir einander sind. Wir alle haben die gleichen Hoffnungen, die gleichen Sehnsüchte, die gleichen Ziele, manchmal natürlich auch die gleichen Krisen und ähnliche Dramen in unserem Leben, aber natürlich auch die gleichen Wünsche. Und deswegen ist es so, dass wenn ich natürlich die Frage für einen beantworte, es ganz oft so ist, dass ganz viele ebenfalls in die gleiche Resonanz gehen und für sie sich die gleichen Fragen ebenfalls beantworten. Und die heutige Frage, die bekam ich gerade heute über Facebook geschrieben, auf die möchte ich gerne eingehen. Da wird gefragt, ich wünsche mir immer, dass es meinen Kindern gut geht, finanziell und in der Liebe, habe immer Angst, dass mein Wunsch nicht in Erfüllung geht, nur dann kann ich glücklich sein. Also ich wünsche, dass es meinen Kindern und meinen Lieben gut geht. Der Wunsch ist natürlich nur zu verständlich. Klar, wir wollen natürlich, dass es den Menschen, die wir so sehr lieben, dass es denen gut geht. Das ist aber nicht in erster Linie eine Frage des Wünschens. Denn ein Wunsch ist ja ein zielgerichteter Gedanke. Das heißt, wenn wir beginnen zu wünschen, dann fokussieren wir uns auf ein neues, anderes Ziel, das wir gerne erreichen möchten. Das hat etwas mit uns zu tun, mit unseren Visionen, unseren Vorstellungen. Das bedeutet, wenn wir anfangen, fokussiert zu denken, also zu wünschen, dann passiert in unserem Gehirn ganz viel. Neue Areale werden geöffnet, einige Areale werden sogar erweitert, neue Verbindungen werden geschaffen. Diese Wünsche, also unsere Gedanken und Überzeugungen, die sich dann damit langsam immer mehr verändern, die senden wir aus, die können andere Menschen auffangen und unser Wahrnehmungsfilter verändert sich. Er wird größer, breiter und wir nehmen plötzlich neue Dinge wahr, die wir vorher vielleicht gar nicht in unserem Sichtfeld hatten. Das heißt, unser Leben wird sich langsam, aber beständig verändern und wir driften immer mehr zu unserem Ziel, das wir uns ja so sehnlichst wünschen, hin. Also das Wünschen kann für uns selber super gut funktionieren. Wenn wir jedoch für andere Menschen etwas wünschen, wie zum Beispiel jetzt hier, ich wünsche, dass es meinen Lieben gut geht, dann ist das ein verständlicher Wunsch und auch ein sehr herzlicher Wunsch. Aber wir kennen ja nicht den Lebensweg anderer Menschen. Wir wissen ja nicht, welche Erfahrungen sie gerne machen möchten. Wir wissen nicht einmal, was die Seele sich ausgedacht hat, an Erfahrungen zu machen. Und dabei müssen wir auch immer bedenken, dass gerade wir durch Krisen wachsen, auch wenn es nicht angenehm ist, dass wir gerade durch Dramen wesentlich weiser werden, bewusster werden, auch wesentlich mehr Tiefe entwickeln können. Und diese Tiefe, diese Würde, diese Kraft haben wir erst dann zur Verfügung, wenn wir tatsächlich solche Krisen gemeistert haben, wenn wir stärker waren als die eigene Krise oder als das, was von uns gefordert worden ist. Also wir haben gesiegt in gewisser Weise, wir sind wieder aufgestanden und das hat uns zu dem Menschen werden lassen, der wir heute sind. Und wenn wir diese Erfahrung nicht machen, dann gibt es auch diese Form der Entwicklung nicht. Und wir verstehen dann vielleicht andere Menschen gar nicht, die gerade eine Krise durchmachen, weil wir gar nicht wissen, von wovon reden die eigentlich? Das kommt mir ja ganz fremd vor. Also Krisen und Dramen, auch wenn wir sie nicht sehr mögen und sie auch natürlich nicht sehr angenehm sind, haben eine unglaubliche Kraft für unsere eigene persönliche Entwicklung. Wir dürften also die Krisen oder negative Erlebnisse nicht nur aus dem Feld des Wohlwollens und des Wohlbehagens betrachten, sondern sollten solche Fälle auch immer betrachten, was habe ich daraus gelernt, welche Erfahrungen habe ich daraus geschöpft, was ist mehr geworden, was habe ich daraus gewonnen. Und wir werden dann feststellen, wenn wir das rückblickend betrachten, dass wir da Unglaubliches an Schöpfungsmaterial für uns gefunden haben und wir heute wesentlich bewusster mit unserem Leben umgehen können und damit auch wesentlich bewusster mit dem Leben anderer. Und wir andere Menschen viel mehr verstehen und deswegen auch viel bewusster ihnen hilfreich zur Seite stehen
zu können. Deswegen nochmal zurückzukommen, wir wünschen für andere Menschen etwas, wir kennen nicht deren Lebensweg, nicht deren Ziel, wir wissen nicht, wo ihre Reise hingeht. Deswegen ist es eigentlich, Gott sei Dank, nicht möglich, für andere Menschen was zu wünschen. Sonst könnte jemand anderer zum Beispiel über dich wünschen, dass er sich dich, dass du dich in ihn verlieben sollst und morgen bei ihm staubsaugen musst. Und das willst du vielleicht gar nicht. Und wenn du dich aber seinem Wunsch beugen müsstest, wärst du nur noch eine Marionette. Also deswegen ist es ganz gut so, dass der eigene Wille an erster Stelle steht. Wir also nicht jemanden unseren Wunsch aufzwingen können, was zum Beispiel auch ganz oft gefragt wird, wie schaffe ich, dass er mich wieder liebt? Mit Sicherheit nicht durch Wünschen. Durch Wünschen können wir Felder öffnen, aber ob jemand anderer diesen Weg beschreitet, ob er dahin durchgeht, ob er tatsächlich ebenfalls diesen Wunsch in sich trägt oder ob unser Wunsch mit seinem resoniert oder vielleicht Resonanzfelder weckt, das ist ganz allein in der Entscheidungskraft des anderen. Also, wir können über jemand anderen nicht a priori etwas wünschen. Gut so, jemand anderer kann auch nicht ganz generell sich etwas über uns wünschen und wir müssten dann dementsprechend gehorchen. Andererseits wollen wir natürlich, dass es anderen Menschen gut geht. Wie schaffen wir es denn dann? Ganz einfach. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist natürlich, wir wünschen mit jemandem etwas, also mit unseren Kindern, mit unseren Partnern. Wir machen also unser Ziel, unser Wunschziel zu einem gemeinsamen Ziel mit anderen, sodass wir alle tatsächlich eine Vision haben. Das ist sehr kraftvoll, weil du nicht mehr alleine bist und die andere Person auch nicht, sondern man sich darauf geeinigt hat, wo unsere Reise hingehen soll. Wenn es aber jetzt hier um geht, nochmal zur Frage zurückzukommen, ich wünsche mir immer, dass es meinen Kindern gut geht, finanziell und in der Liebe. Das ist natürlich jetzt nicht so eine reine Entscheidungskraft, wir wünschen uns das mal. Doch, es geht, kann man. Aber wenn es darum geht, finanzielle Dinge oder Liebesdinge, da ist die erste Frage natürlich, die sich stellt, was kennt diese Person bereits über finanzielle Situationen oder was hat der betreffende Mensch bereits an Liebe erlebt? Und deswegen springt natürlich das Ganze doch wieder zurück zum Fragesteller, hier in diesem Fall zu einer Fragestellerin, denn unsere Kinder werden in erster Linie das als Werkzeug besitzen und haben, das wir ihnen vorgelebt haben. Also so, wie wir unsere Probleme lösen, so, wie wir mit finanziellen Dingen umgehen, so, wie wir mit der Liebe umgehen, auch mit der Sexualität, in welcher Form auch immer, das leben wir unseren Kindern vor. Und wir Menschen lernen in erster Linie durch Nachahmung. Das kennen wir selber, wenn wir in einer fremden Stadt sind und mit der U-Bahn fahren wollen, dann schauen wir nicht erstmal überall und lesen nach, wie funktioniert das eigentlich, dieses U-Bahn-Fahren, sondern wir schauen, was machen die meisten. Und so steigen die ein, so steigen die aus, die gehen in diese Richtung, dann wird da der Ausgang sein. Das heißt, wir ahmen nach und lernen auf diese Weise ganz schnell uns einzugliedern. Genauso tun das unsere Kinder. Unsere Kinder ahmen uns nach, im Positiven wie im Negativen. Also, so wie du mit deinen finanziellen Gedanken umgehst, so gehen deine Kinder erstmal damit um. Sie haben dann, wenn sie erwachsen genug sind oder in die Pubertät kommt oder später, natürlich die Möglichkeit auch umzudenken, also eigene neue Wege zu beschreiten. Letztendlich ist ja das Wunderbare, dass wir jeden Tag unser Leben neu formen und ordnen können. Aber erstmal ist... Wir kommen zurück zu deinem Wunsch. Erstmal ist es so, wie gehst du mit deinen finanziellen Dingen um? Machst du dir mehr Sorgen? Bist du optimistisch? Bist du bewusst? Bist du ruhig? Etc. etc. Und falls es ist, dass du selber sehr sorgenvoll bist, oh, hoffentlich, ich werde wahrscheinlich gar nicht schaffen bis zum Monatsende oder wie soll ich denn die Miete bezahlen? Dann lebst du das den Kindern vor und dann haben die erst einmal ganz klar für sich das Bewusstsein, Geld ist eine Mangelware. Geld ist nicht a priori ganz viel da, sondern man muss darum kämpfen. Man hat Schwierigkeiten, es zu bekommen und. Wenn du dagegen damit umgehst, wir haben zwar nicht viel Geld, aber das, was wir haben, ist wundervoll. Und Geld kommt immer. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Bis jetzt haben wir super überlebt. Es wird für uns gesorgt. Wir sind im Fluss. Wenn wir das leben,
ahmen unsere Kinder das nach und sie werden tatsächlich ein ganz anderes Verhältnis zum Geld und zum Reichtum entwickeln und wesentlich leichter tatsächlich in der Zukunft in einem Leben sein, das in dieser Fülle stattfinden kann. Deswegen als erstes, wenn du deinen Kindern wünschst, dass sie finanziell sicher sind und immer genügend tatsächlich vorhanden ist, dann ist die erste, sagen wir mal, der erste Schritt wäre, selbst zu reflektieren, wie gehe ich damit um und was möchte ich meinen Kindern zeigen, was möchte ich meinen Kindern beibringen, was sollen sie nachahmen und dieses Verhalten beginnst du für dich zu entwickeln. Der Rest, wirst du sehen, ist fließend. Der organisiert sich. Und die zweite Frage war, in der Liebe genau das Gleiche. Wie gehst du mit der Liebe um? Also bist du offen für die Liebe? Bist du begrenzt? Hast du viele Verletzungen? Ist die Liebe für dich gefährlich? Gab es Dinge, die dir wehtaten? Gab es Dinge, die du erlebt hast und wo du heute sagst, die will ich nie wieder erleben? Gibt es ein Männerbild, das du hast oder ein Frauenbild, das du hast? Männer sind so, Frauen sind so. All das geben wir an unsere Kinder weiter. Und dementsprechend wird deren Liebeserfahrung sein. Sie können natürlich neue, andere Erfahrungen machen, aber zuerst mal wird das ihre Erfahrung sein. Wenn du also zum Beispiel eine Liebe erlebt hast, die Verletzungen hatte, dann wünschen wir natürlich unseren Kindern, dass es ihnen besser geht, dass sie, dass wenigstens sie ja, die ganze Fülle der Liebe für sich erfahren. Wenn wir ihnen aber beständig vorleben, ich habe es nicht erfahren und hoffentlich wird es bei dir besser. Geben wir diesen Kindern mit, Liebe ist nicht zu trauen, Liebe verletzt, man wird verlassen, man wird verraten, es tut weh und, und. Also, auch da gilt es zu hinterfragen, wie gehst du mit der Liebe um? Was ist Liebe für dich? Was ist Partnerschaft für dich? Wie offen und bereit bist du, dich zu zeigen, dich hinzugeben, auch wenn es weh tut, auch wenn man verletzt wird, auch auf die Gefahr hin, dass es schlecht ausgehen könnte? Wie sehr stürzt du dich doch wieder in dieses wundervolle Abenteuer Liebe? Das gibst du deinen Kindern mit. Wenn du ihnen zeigst, es lohnt sich dafür zu leben und die Liebe ist etwas Wundervolles, ja, und Menschen kommen zueinander und erleben etwas Außergewöhnliches. Und kann sein, dass sie dann wieder sich trennen oder sich nicht mehr verstehen oder es eine Entwicklung gab, wo man nicht mehr in dieser Form zusammen sein möchte, weil einer sich weiterentwickelt hat und der andere nicht. Oder weil Seiten hochkamen, die vielleicht noch nicht verarbeitet worden sind. Dann ist das so. Gleichzeitig ist die Liebe die wundervollste Heilkraft, die wir überhaupt haben. Und wenn wir in einer Partnerschaft sind, kommen natürlich all die Anteile hoch, die wir normalerweise nicht zeigen. Da kommt zum ersten Mal ein Mensch so nah an uns heran, dass wir uns nicht mehr verstecken können. Wir werden demaskiert und plötzlich zeigen wir Dinge und sind vielleicht so, wie wir gar nicht sein wollen. Aber das gleichzeitig ist das größte Heilpotenzial, weil wenn es da ist, kann es betrachtet werden und kann gewandelt werden. Und plötzlich können diese ganzen kindlichen Anteile, die nie erwachsen werden durfte, weil vielleicht das innere Kind immer noch dort versteckt ist, immer noch dort festgehalten wird. Und kann es plötzlich sein, dass diese Dinge tatsächlich erwachsen werden und wir reifer werden. Das heißt, wir werden von Partnerschaft zu Partnerschaft, von Beziehung zu Beziehung reifer, erfüllter, erfahrener und bewusster für weitere Partnerschaften. Und wenn wir das unseren Kindern weitergeben, die Liebe ist wundervoll. Ja, natürlich gibt es Tränen. Ja, natürlich gibt es auch Momente, wo wir sagen, mein Gott, das will ich aber nicht. Aber nichts ist so wunderschön, wie geliebt zu werden und jemand anderen zu lieben. Und wenn du das weitergibst, dann sei dir gewiss, deine Kinder werden lernen, mit Finanzen super gut umzugehen und deine Kinder werden immer wieder die Liebe suchen und wahrscheinlich auch eine erfüllende, wundervolle Partnerschaft erleben. Letztendlich fällt alles wieder auf uns selbst zurück. Wir sind die Lehrer unserer Kinder, wir sind die Lehrer unseres Umfeldes und wir zeigen anderen, wie wir mit uns selber umgehen, also wie andere bitteschön uns zu behandeln haben und wir zeigen aber auch, wie wir mit dem Leben umgehen und andere orientieren sich danach. Und deswegen betrachte mal alle beiden Punkte und
Überlege dir, was muss ich dort jetzt transformieren? Was könnte ich dort wandeln? Was möchte ich meinen Kindern vorleben und zeigen? Und wenn wir gefunden haben, was wir unseren Kindern gerne zeigen möchten, leben möchten, sind wir schon im perfektesten Fahrwasser, damit deine Wünsche zu einem wundervollen Erlebnis für deine Kinder werden. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch. Euer Pierre Frank.